Hallo und herzlich willkommen zu 11 gegen 11, unserem neuen Format auf YouTube. Grüß dich, Tobi. Ich freue mich richtig. Grüß dich, Louis. Ich habe auch Bock. Was wollen wir machen? Wir wollen hier nostalgieren, wir wollen debattieren und wir wollen euch vor allen Dingen zeigen, welche zweifelhafte Qualitäten als Hobbytrainer wir haben. Was passiert ist folgendes. Zwei Kontrahenten aus der Elf-Freunde-Redaktion treten gegeneinander an und bauen sich ihre Traumelf aus einem vordefinierten Spielerpool zusammen. Das tun wir, indem wir jeweils nacheinander einen Spieler auswählen. Und am Ende entscheidet ihr, die Community, wer die beste Elf zusammengestellt habt. Und es gibt einen Haken. Jeden Spieler aus diesem Spielerpool gibt es nur einmal. Oh, okay. Man muss eine Strategie dabei haben, aber ich glaube, das haben wir. Und womit fangen wir heute an? Wie sollte es anders sein? Dem Prunkstück der deutschen Fußballgeschichte, dem Team 2006. Oh, da freue ich mich wirklich richtig drauf. Ich glaube, Team 2006 ist wirklich so ein Thema, da kommt vieles zusammen. Also ich sage mal so, allein wenn ich mich hier durch die Sticker wische, die wir ausgedruckt haben, da kribbelt's. Ja. Falls ihr euch jetzt fragt, was ist das Team 2006? Gerne kurz zuhören. Die Euro 2000 endete für den DFB nur auf den ersten Blick in einem Debakel. Gut, die Deutschen schieden mit nur einem Punkt als Gruppenletzter in der Vorrunde aus. Dafür entstand infolge der peinlichen Turnierleistung aber die vielleicht beste Idee, die der Deutsche Fußballbund je hatte. Um für die WM im eigenen Land gewappnet zu sein, wurde im Herbst 2001 das legendäre Team 2006 ins Leben gerufen. In dieser Art B-Nationalmannschaft sollten junge und hoffnungsvolle Talente die Chance kriegen, sich auf internationaler Bühne beim DFB in den Fokus zu spielen und für die A-Nationalelf zu bewerben. Die Truppe wurde erst von Uli Stielicke und danach von Erich Rutemöller trainiert und absolvierte insgesamt 10 Länderspiele. 73 Spieler liefen insgesamt für das Team 2006 auf. Mit Tim Borowski, Arne Friedrich, Mike Hanke und Timo Hildebrand schafften es immerhin 4 zur WM in Deutschland. Und bedenkt man, welch Fundus an tollen Erinnerungen und Fußballnostalgie dieses Projekt gut 20 Jahre später immer noch ausstrahlt, ist es doch eigentlich sehr traurig, dass vor der anstehenden Heim-EM kein Team 2024 ins Leben gerufen wurde. Jetzt, wo wir bestens informiert sind, nochmal kurz zu den Regeln. Also, Tobi und ich werden jeweils hintereinander im Wechsel einen Spieler aus diesen 73 Spielern, die für das Team 2006 gespielt haben, auswählen. Jeden Spieler gibt es nur einmal. Allerdings haben wir 2 Joker. Es gibt die rote Karte. Die darf man sofort, wenn quasi jemand einen Spieler gezogen hat, ziehen. Allerdings auch nur einmal im Spiel. Und die rote Karte heißt, der Spieler ist raus und derjenige von uns beiden muss dann halt 9 Spieler auswählen. Mhm. Und es gibt noch einen Joker, und zwar den erzwungenen Tausch. Da kann ich zum Beispiel sagen, boah, Tobi, also Benny Auer, den hätte ich doch lieber im Team als Emanuel Contiris. Dann tauschen wir die beiden und der andere kann nichts dagegen tun. Also, ihr wisst Bescheid. Wir starten rein und zwar mit einer Schätzfrage. Oh, okay. Die hat das Team hier vorbereitet und ich glaube, ich darf die jetzt einfach mal aufdecken und sie uns vorlesen. Also, wie viele Spieler des Teams 2006 bestritten mindestens ein A-Länderspiel? Ah, das ist natürlich, wenn man sich vorbereitet hat, ist es einfach. Ne? Das ist einfach. Wir haben hier beide Stifte. Schade, dass es keiner von uns gemacht hat. Richtig. Wir haben hier beide Stifte liegen und hier Blankozettel. Ja. Und schreiben jetzt mal kurz unsere Lösung auf. Boah, es waren 73 Spieler in dieser Truppe. Mindestens ein A-Länderspiel. Mhm. Ja, da kannst du natürlich jetzt auch einfach durchgehen, ne? Ja, könntest du mal machen. Ich gehe jetzt wirklich stark nach dem Gefühl. Sag mal. Wir decken mal auf hier. Ich sag 21. Ich sag 12. Dann decke ich die Lösung um. Mach mal. Es waren 21 Spieler? Ach komm, hör doch auf. Ey! Ja, sicherlich. Oh, ich schätze mal kurz. Vielleicht waren es 21 Spieler. Ich kann sie alphabetisch aufsagen. Wow, das war richtig. Okay, stark. Es war tatsächlich geschätzt. Und soll ich dir kurz sagen, warum ich es so geschätzt habe? Ja, sag mal. Ich habe irgendwas gedacht zwischen 16 und 25. Und dann habe ich gedacht, ich komme aus Berlin-Morbid. Die alte Postleitzahl ist die 21. Meine Glückszahl, die nehme ich jetzt. Und die war es, Freunde. Okay, ja gut, ich hatte auch einen kleinen Zahlendreher. Ja, genau. Heißt auch, ich darf die Seitenwahl bestimmen und ich würde sagen, ich fange hier an. Okay, dann ja, mach das. Und du darfst anfangen. Ich darf anfangen. Dann können wir uns jetzt hier gerne einmal an unser Spielfeldende stellen. Und auf den Teil habe ich mich am allermeisten gefreut. Ja, ja. Unsere Trainer-Sticker. Oh, schau doch mal her. Ist die darf das was? Man jetzt hier richtig schön hier unten einmal in die Ecke kleben. Guck mal hier mit Olympiastadion drauf, mit dem Stadion in Meppen. Die Hensch-Arena. Die Hensch-Arena, siehst du. Es ist tatsächlich... Dieses Ding ist mir so wertvoll, ich mag es ungern draufkleben. Ist das so, ne? Zum Glück können wir sie nachproduzieren. Aber schauen wir doch mal hier, also boah, guck mal. Arbeit, wo man leistet. Das ist Arbeit, wo man leistet. Ich habe das tatsächlich früher meinen Vater machen lassen heute. Ja? Ja, das war mir einfach
zu riskant, die Sachen selber aufzukleben. Tobi, jetzt musste ich natürlich fragen, ohne dass du mir jetzt alles verraten musst, ja. In welcher Stadt, hast du so ein paar, hast du was zurechtgelegt? Ja, hast du so ein paar Kniffler? Ich überlege, ja, ich habe hier eine komplette eine Draft-Order. Oh ja? Und ich habe so ein paar Sachen, ich glaube, da wirst du die auch noch umschauen. Okay. Du? Ich habe ein paar Kniffe, ich muss sagen, ich bin relativ egoistisch an die Sache rangegangen. Ach. Ich habe mir wenig Gedanken darüber gemacht, wen könnte Tobi nehmen, sondern vor allen Dingen, wen will ich? Ja, das war bei mir genauso. Oder? Ich habe, sage ich mal ganz ehrlich, ich habe so 3-4 Favoriten. Mhm, ich auch. Da würde ich es dir persönlich nehmen, wenn du mir die wegnehmen würdest. Da bin ich ganz ehrlich. Ich glaube, die habe ich auch. Du könntest ein paar von denen kennen. Wir werden mal schauen. Lass uns reinstarten. Ja, lass uns reinstarten. Du darfst anfangen. Der erste Pick sozusagen. Ich starte mit der Torwartposition. Man hat da, da sind einige Legenden dabei. Und ich nehme Simon Jentsch. Ah, der Mann mit den meisten Spielen. So ist es. Muss man auch mal ehren, diesen Einsatz, den Rekordspieler vom Team 2006. 7 von 10 Spielen hat er nämlich gemacht. Guck mal, da ist er doch auch schon. Und man muss ja auch eines mal sagen, wer so eine Frisur seine Karriere lang trägt, der darf ja auch dabei sein. Wobei, das war damals ja die Torwartfrisur des VfL Wolfsburg. Ne? Stimmt. Über Jahre haben die Torhüter diese Frisur getragen. Ja. Von daher finde ich das nur richtig, dass er es eben auch gemacht hat. Und schau mal her, guck wie mal. Gut der ausschaut. Simon Jentsch, kann ich gut mitleben. Die Kenner unter euch wissen natürlich, der Gewinner der Weißen Weste 2010, 2011 und Aufstiegskeeper vom FC Augsburg. Hatte ich vergessen tatsächlich. Hat er nochmal ein Jahr gemacht, ja, ne? Ja, bevor der Manninger kam. Richtig, genau. Alex Manninger, schöne Grüße. Heißt, jetzt bist du dann, Tobi, und hast die freie Wahl im Tor. Ich habe die freie Wahl und das trifft sich natürlich extrem gut, denn bei mir ist es der Mann, der... So wunderschön Jack Wolfskin Trainingsjacken, Regenjacken tragen kann wie kein Zweiter. Ja. Er kommt aus dem Emsland. Ja. Er hat seine Karriere beim TuS Schepsdorf begonnen und hat dann gleich weitergemacht, beim FC Bayern im Tor zu stehen. Stefan Wessels, ihr Lieben. Ist tatsächlich für mich ist so einer, mit dem ich wirklich sehr, sehr viel verbinde. Echt, ja? Weil das war so mit der erste Emsländer, der in der Bundesliga gespielt hat, würde ich behaupten. Mhm. Vielleicht noch Reinhold Tatamusch, ja, der nochmal so ein paar Spiele gemacht hat. Aber das war eben so einer der ersten Großen. Ja. Und ich weiß noch, dass ich damals RTL-Nachrichten gesehen habe. Und da hieß es dann auf einmal, Oliver Kahn fällt aus, genau. Bernd Dreher fällt aus. Gegen die Glasgow Rangers dann im Champions-League-Spiel durfte der junge Stefan Wessels ran. Wahnsinn. Und ab da war es um mich geschehen. Und was man natürlich auch jetzt mal ehrlicherweise sagen muss, wen wir hier alles liegen müssen. Ne? Da ist es Pascal Borel, Robert Enke, Timo Hildebrand und Roman Weidenfeller. Weiß ich nicht, ob die jeder zusammengekriegt hätte. Oder? Diese. Ich muss auch sagen, ich bin gespannt. Ihr dürft ja abstimmen in der Community. Ihr findet ja unter dem Video jeweils einen Kommentar. Team Tobi, Team Luis. Daumen hoch für das Team, was euch am besten gefällt. Was die Leute wollen. Gehen die auf Stärke der Mannschaft? Gehen die auf Kultfaktor? Ja. Gehen die auf gute Argumentation? Da bin ich gespannt, was dabei rumkommt. Aber wir springen mal weiter. Und zwar in die Viererkette. Linksverteidiger. Ja. Und ich habe jetzt natürlich... dadurch, dass ich eben bei der Schätzfrage so gut ausgesehen habe, das Privileg, als Erster abstimmen zu dürfen. Und ich muss sagen, Linksverteidiger war für mich die Position, wo ich am schnellsten entschieden war. Ach. Es muss Tobias Rau sein. Ah. Es muss Tobias Rau. Okay. Das nehme ich schon mal vorweg. Ich werde umdisponieren müssen. Ei, okay. Siehst du mal, hier, wo ist er? Unser Lieblingslehrer. Ich habe die Tage noch mal einen ganz fantastischen Beitrag über ihn gesehen. Guck mal hier. Ah, im Bielefeld-Trikot. Im Bielefeld-Trikot auf der Alm. Tobias Rau, deutscher Meister geworden, klar, mit dem FC Bayern München. Ja. Und dann, als ich glaube 28-Jähriger gesagt, ihr werdet die Geschichte kennen. Ich habe keinen Bock mehr, ich werde jetzt wieder Lehrer. Ja, Wahnsinn, ne? Jetzt bin ich bei dir gespannt. Der Linksverteidiger. Linksverteidiger. Bei Team Tobi Ahrens. Habe ich. Ist eigentlich für mich auch relativ einfach, weil ich mag seine Karriere. Ist kein Kultspieler in dem Sinne, ja. Aber ich mag es, dass man bei ihm eigentlich nicht so richtig auf dem Schirm hat, dass Andi Hinkel eine geile Karriere hatte. Ja, absolut. Weil viele verbinden, glaube ich, mit Andi Hinkel einfach nur diese Jahre beim VfB Stuttgart, wo er eben dieses fantastische Champions-League-Jahr hatte, wo sie das erste Mal seit langer Zeit oder das erste Mal überhaupt in der Champions League, so wie sie hieß dann, gespielt hat. Aber der hatte halt eben auch andere fantastische Vereine, wo er dann noch war. Sevilla, Celtic. Celtic Glasgow. Richtig gut. Er hat noch ein gutes Jahr beim SC Freiburg gehabt. Ja, das ganz am Ende, ne? Das vergisst man gerne. Ganz am Ende. Und er hat eine sehr gute Trainerkarriere. Ist ja der Co. von Domenico Tedesco. Genau. Und war mit ihm unter anderem in Moskau. Hat ihn, glaube ich, damals in der Stuttgarter Zeit kennengelernt, als er dort Jugendtrainer war. Ja. Und von daher, glaube ich, ist ein
ist ein solider Linksverteidiger. Ja? Das ist einer, da weißt du, was du kriegst. Ja. Ja, der bringt auch Spielintelligenz mit. Ja. Ja, würde ich auf jeden Fall sagen. Andi Henkel hatte ich, kann ich verraten, auch auf der Shortlist für meine Außenverteidiger. Ah, ja, siehste. Ich mache allerdings mal mit der Innenverteidigung weiter. Na klar. Und wer mich ein wenig kennt, der weiß, für wen mein Herz schlägt, ist es Hertha BSC. Ja. Das geht nicht vielen so, aber ganz Deutschland liebt Arne Friedrich. Das ist doch völlig klar. Arne Friedrich, Deutschland liebt dich. Komm, schauen wir hier mal kurz rein. Wo haben wir denn den guten Mann? Und allein, wenn ich dir gleich dieses Bild zeige... Wie gesagt, ich habe mich in den letzten Tagen, glaube ich, 10-mal hier durchgeswiped. Guck mal hier. Der junge Arne Friedrich. Mein Abwehrchef, mein Capitano vielleicht sogar. Tut er weh? Das tut weh, weil ich hatte ihn. Ich hatte ihn auf der Liste. Muss man auch gehabt haben. Ich meine, Arne, der spürt deinen Atem. Der spürt den Atem. Der spürt deinen Atem. Und unseren Capitano, den kennen die noch gar nicht. Der spürt den Atem. So, jetzt ist es soweit. Ich muss meinen klugen Zettel hier raus. Mach das ist ein bisschen größer. Aber es geht nicht anders, weil ich habe die ganze Zeit überlegt, wie spiele ich, was mache ich. Ihr seht, es sind ein paar Zettel mehr geworden. Ich habe zwei lange Kerls. Ja, ich auch. Weil lange Kerls immer erstmal gut hinten drin. Ich bin Fan von großen Spielern in der Innenverteidigung. Ja. Oh, ich glaube, es könnte gut sein, dass du mir jetzt einen wegnimmst, auf den ich sehr viel Bock hatte. Oh, Frank Fahrenhorst. Okay, hatte ich nicht, aber ist natürlich ein absolut richtiger Pick. Franke Fahrenhorst. Für mich wirklich auch eine fast schon tragische Geschichte. Absolut. Denn der Mann war grundsolide. Ja. Und dann hatte er einfach das Problem, dass Werder zu einer Zeit, als die nochmal wirklich auch um Titel mitgespielt haben, als sie dann später nochmal Europa League im Finale waren, da war er schon lange nicht mehr da, ja. Weil Werder gesagt hat, wir wollen einen anderen großen, langen Blonden haben, nämlich Per spielt fair. Und da ist er damals im Tausch, musste er gehen zu Hannover 96. Genau. Ich glaube, 500.000 hat damals Werder bezahlt für Per Mertesacker plus Frank Fahrenhorst. Ja. Geil, das tut mir echt wirklich ein bisschen weh. Und deswegen finde ich, ist Frank Fahrenhorst jemand, der gehört in so ein Team 2006. Das recht. Weil das eben jemand ist auch, der war nicht so viel schlechter als die anderen. Ja. Aber es war so dieser Schniff, der dann eben fehlte, dass er nicht die große A-Nationalmannschaftskarriere hingelegt hat. So, ich lege den jetzt mal hier hin, weil ich finde, das passt einfach gleich besser. Oh ja. Ja. Dann bin ich froh, dass ich tatsächlich auch meinen zweiten Wunsch in Verteidiger kriege. Wenn man sich die beiden so anguckt und ihre Karriereverläufe, da waren einige Parallelen. Mhm. Beide bei Hertha. A, Nationalspieler, der allerdings Arne Friedrich deutlich mehr spiele. Beide später beim VfL Wolfsburg mal gewesen. Ich nehme natürlich den Hünen. Oh, Alexander Madlung. Natürlich, ja klar. Sage ich dir aber auch ganz ehrlich, den Katze haben. Ich mag Alexander Madlung sehr gerne, allein wegen seiner Größe und ein verdammt torgefährlicher Innenverteidiger gewesen. Hatte 4 Saisons, in denen er mehr oder mindestens 4 Bundesliga-Tore gemacht hat. 2 für Hertha, glaube ich, 1 für Wolfsburg, 1 für Frankfurt. War immer mal gut für eine Hütte. War jetzt natürlich nicht der Schnellste auf den Beinen, sicherlich auch nicht der Beweglichste. Aber Arne Friedrich und Alexander Madlung, da bin ich ganz ehrlich, da kann ich bislang mit leben. Ja, man sieht vielleicht auch schon so ein kleines Muster, ja, wenn Hertha-Spieler zur Verfügung stehen. Mal gucken, ob die Community das bestraft. Ich nehme einen Spieler, der mit Team 2006 gar nicht mehr so viel zu tun hat, den man vielleicht auch nicht sofort mit dem Team 2006 in Verbindung bringen würde, sondern eher mit der B-Nationalmannschaft oder auch mit einer legendären Nationalmannschaft, nämlich der, die 1999 zum Confed Cup gereist ist. Was viele nicht wissen, die meisten Spieler hatten keine Zeit, aka keine Lust, aka da ist ein bisschen, hat es gezwickt, ne? Nach einer langen Saison. Ja. Und deswegen durften damals Ronny Maul und Mustafa Dogan mit zum Confed Cup. Ja, und Mustafa Dogan hat dann, und das ist wirklich, wirklich überraschend, dieses ganze Team 2006, wir haben es vorhin im Anspieler gehört, war ja so eine Idee, dass man jungen Spielern eine Plattform gibt, schon mal zu schnuppern, sich zu präsentieren. Genau. Und Mustafa Dogan hat sein einziges Spiel gemacht, als er 27 Jahre alt war. Krass. Nämlich gegen die Türkei. Ah, ja. Er ist nämlich relativ früh gewechselt, ich meine zu Fenerbahce. Mhm. Geiles Trikot. Auch für viel Geld. Ja. 2,5 Millionen Mark. Mhm. Und dann hat man ihm da quasi nochmal so ein kleines Geschenk gemacht und gesagt, komm, du darfst nochmal einmal gegen die Türkei, darfst du nochmal ran. Mhm. Und da ist er dann auf den Platz gegangen. Ein Spieler, über den Erich Rutemöller vor dem Spiel gegen die Türkei gesagt hat, Mustafa ist niemand, der
Ich kriege das zusammen, ich habe es mir aufgeschrieben. Ja. Das Zitat ist wirklich, das wird heute für einen mittelmäßigen Skandal sorgen, wenn okay. das ein Trainer über seinen Spieler sagen oh würde. Gott, oh Gott. Erik Udermüller sagte, Mustafa ist nicht die Granate im Spielaufbau, aber der erste Pass kann er auch unter Bedrängnis spielen. Danke, Trainer. Alles klar, mein Lieber. Ich danke dir fürs Selbstvertrauen. Sehr gut. Ich beschließe mal meine Viererkette und ich habe die leise Hoffnung, dass ich jetzt vielleicht jemanden nehme, der ein bisschen wehtun könnte. Und ich muss mich im Vorhinein entschuldigen. Der Vorname von ihm ist auf diesem Sticker leider falsch. Ja. Okay. Böser Blick hier nach draußen. Nein, ich sehe schon. Du nimmst ihn wirklich. Ich nehme ihn wirklich. Ich nehme den ersten Torschützen des Team 2006. Der allererste Torschütze, der hat insgesamt 2 Tore gemacht. Ich nehme nicht Sebastian, sondern natürlich Bernd Korzin jetzt. Boah, das ist jetzt... Ja, das habe ich gehofft. Das tut weh. Das ist jetzt ein echtes Problem. Okay. Weil ich hatte da auf rechts keine Alternative. Ich habe jetzt die Chance zwischen Roland Benschneider, einfach aus Prinzip, der hat auf der rechten Seite gar nichts zu suchen mit seinen 2 Metern, Clemens Fritz oder Philipp Bönig. Ich hatte mal fast die Ehre, gegen den Bruder von Philipp Bönig zu spielen. Der hat dann Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ja. Ja, komm. Gehst der junge mit, Clemens. Gehst du mit Clemens Fritz? Ja, ich hätte es auch gemacht. Clemens. Ich wäre auch mit Clemens Fritz gegangen. Gut, Tobi. Wir gehen ins Mittelfeld. Das heißt, wir tauschen die Verantwortlichkeiten. Du hast jetzt die Ehre, als Erster immer auswählen zu dürfen im Mittelfeld. Und ich bin gespannt, weil sagen wir es, wie es ist. Da ist einiges dabei. Da ist einiges dabei. Ich muss ganz ehrlich sagen, Defensive, ich bin auch einfach kein Defensivfußballer. Ne? Am Ende kann da holzen, wer will. Ja. Jetzt werden die wichtigen Karten verteilt. Jetzt sind so ein paar silberne, ein paar glitzernde dabei. Ne? Ja, ja, genau. Und ich bin froh, dass ich anfangen darf, denn da ist der eine Spieler dabei. Ich sage, ich habe 2 Spieler in diesem gesamten Stapel, die ich haben will. Okay. Und einer von ihnen ist... Ein Spieler, an dem man gar nicht vorbeikommt, glaube ich, wenn man in unserem Alter ist. Ich gucke nervös in meine Shortlist, ja. Man braucht ihn. Alleine für Tommy Zizou. Oh, okay. Thomas Broich. Oh, hat die ganz oben bei mir. Thomas Broich. Den Denker und Lenker. Der Denker und Lenker, ich meine, der hat halt wirklich alles gehabt. Ne? Ja. Sei es jetzt die kleine Halskette, sei es die perfekt liegenden Haare. Wusste man damals noch nicht, dass der nach Australien geht, ne? Nee, hatte man gar keine Idee. Ja. Und weil der Musik gemacht hat, war der etwas andere Profi. Ja, auf jeden Fall, würde ich auch sagen. Und ich meine, bei ihm passte einfach auch alles, weil er diesen Riesenerfolg in Australien dann nochmal hatte. Ja. Und weil er so oft verletzt war, dass er immer diesen Status als das große Versprechen behalten hat. Total. Er dachte ja wirklich, Mensch, das ist so einer, boah, in einem Atemzug mit Sebastian Deisler, der den deutschen Fußball mal wieder ganz nach vorne bringt. Ja. Hat er nicht so richtig geschafft. Aber wenn der am Ball war, boah, ist geil. Thomas Broich finde ich sehr gut. Und um jetzt gar kein Risiko einzugehen, schnappe ich mir mit meiner ersten Wahl jemanden, den ich auf dem Flügel sehe. Wie es der Zufall will, liegt er beim Mittelfeldstapel gerade ganz oben. Es ist Daniel Birovka. Was? Ich wollte unbedingt Daniel Birovka im linken Mittelfeld haben. Ah, weil der Mann hat 5 Spiele, wenn ich es richtig habe, genau, für das Team 2006 gemacht. Was mich wirklich überrascht hat, der hat mehr Bundesligaspiele als Zweitligaspiele gemacht. Oh, ja. Ich hatte den immer noch bei 60 präsenter und weniger bei Leverkusen und dachte immer, das wäre so ein absoluter Zweitliga-Veteran. Aber? 146 Bundesligaspiele, 138 in der zweiten Liga. Boah. Und ist natürlich knapp, aber... Aber ja, du musst erst mal auf 146 Bundesligaspiele kommen. Und hat als junger Spund Anfang der Nullerjahre für Leverkusen auch Champions League gespielt. Gegen Barca, gegen Man U und hat gegen... Man United. Und hat gegen Inter mal in der 90. Minute als Joker den wichtigen Assist für das 2-3 von Franca gegeben. Na klar, na sicherlich. Franca, ey. Franca, genau. Herrlich. Jetzt gucke ich mal so ein bisschen auf meinen Zettel, weil jetzt wird eine Mannschaft auch gemacht. Ja. Ne? Jetzt geht es ans Gehirn. Geht's einfach drum. Genau, ja. Und ich komme nicht drum rum, weil ich bin auch jemand, ich mag diese unbequemen Spieler. Diese Spieler, wo man weiß, da kauft man vielleicht auch die Katze im Sack. Da weiß man nicht, was kommt, wo ist der nächste Skandal. Und er ist wirklich die Skandalnudel des Team 2006. Aber er ist halt einfach auch ein unfassbar geiler Fußballer gewesen. Es gibt den Satz über ihn, dass er Flanken schlagen würde wie David Beckham. Ja. Und dazu hat er selber mal gesagt, ja, es gab schon mal Flanken, die sahen so aus, aber war halt nicht so oft. Okay. Ansonsten, stell ich ihn einfach vor. Ja. Mit ganz lieben Grüßen an Coach Meyer. Ja.
Albert Streit. Der liegt immer noch blutend in der Kabine, ja. Norbert Meyer. Boah, Albert Streit und Thomas Broich, das, du hast gut vorgelegt. Ich sag mal so, ich habe mit Daniel Birovka jetzt schon einen Spieler dabei, wo man sagen könnte, der war, glaube ich, unangenehm, auch ein bisschen für die Gegenspieler. Er war unangenehm, ja. Und der war, glaube ich, wirklich unangenehm. Und ich lege jetzt nach mit einem, gegen den will auch Thomas Broich nicht ran. Oh. Ich nehme Jermaine Jones. Boah. Ist doch wohl klar. Oh. Jermaine Jones gehört bei mir auf die 6. Ich brauche einen, der da alles wegrätscht, der sich nicht zu schade ist, auch mal eine Notbremse zu ziehen. Ja. Einen richtigen Drecksack einfach. Habe ich Bock drauf. Jermaine Jones, nehme ich sehr, sehr gerne. Schon jetzt deutet sich bei deiner Aufstellung auf jeden Fall an, viele Gegentore bekämst du nicht. Bekämpf ich nicht, richtig. Also da wird auch häufiger mal auf zu Null gespielt. Ja, ich merke, du hast recht, ich brauche ein bisschen was Kreatives gleich auf jeden Fall noch. Ja, boah, ich habe jetzt schon wieder so eine Situation, wo ich mir nicht ganz sicher bin, weil du lässt mir einfach viele Optionen. Ja. Ja, und jetzt könnte ich natürlich nochmal was rausholen, aber ich gehe mit einem weiteren Ex-Kölner. Okay. Ich gehe mit einem dreifachen deutschen Meister. Ja, da guckt er. Ja. Ich gehe mit Florian Kringe. Oh, habe ich auch bei mir stehen. Florian Kringe, dreimal deutscher Meister, bei zwei dieser Meisterschaften nicht gespielt. Oh, hast du ja eine Idee, welche das sein könnten? Bei zwei dieser Meisterschaften? Ja. 05? Nee. Früher noch. Ja. 03 und 02? Nee, 02 natürlich nicht. 04 wurde Werder. Ja. Ja, muss man jetzt kommen, das überlegen, ne? 03, war das richtig? 02. Ah, okay. Da war er schon im Kader von Borussia Dortmund. Ja, okay. Hatte aber kein Spiel gemacht. Und die anderen beiden Meisterschaften, 11 und 12 mit Borussia Dortmund. Ja. 11, aber ohne Einsatz. Ui. Ja. Florian Kringe, bei Hertha auch lange gewesen. Ja. Aber viel verletzt. Zweimal Mittelfußbruch. Viel verletzt. Und vor allen Dingen hat ihm da Friedhelm Funkel immer auf dem linken Flügel spielen lassen. Und der Mann tat mir sowas von leid. Ich brauche noch irgendwas Kreatives. So langsam wird es mal Zeit. Alexander Mattlung macht das nicht. So ein Spielmacher. Boah. Nee, den lasse ich mir immer noch offen. Ich gehe, ganz ehrlich, Leute. Ich wollte es, oder das heißt, ich wollte es eigentlich nicht, hatte nicht auf dem Schirm, aber ich gehe mit Tim Borowski. Boah. Das wird jetzt aber wirklich nicht schöner bei dir. Es tut mir leid, aber das sind ehrliche Fußballarbeiter hier. Ich stelle Tim Borowski ins Mittelfeld in der Hoffnung, dass er in jedem Spiel nochmal so eine tolle Kopfballvorlage gibt, wie gegen Argentinien 2006. War jetzt kein absoluter Feinfußballer, aber konnte schon was mit dem Ball. Ja, er hatte ein paar gute Jahre. Man vergisst ja auch immer, dass Tim Borowski eine Zeit lang beim FC Bayern war. Ne? Ja, absolut. Sogar, glaube ich, in der Klinsmann-Zeit, oder? Die so ganz übel lief. Du bist dran, du komplettierst dein Mittelfeld. Ich komplettiere mein Mittelfeld mit dem Rekordfeldspieler des Teams 2006. Ja. Marco Engelhardt. Der blonde Engel. Der blonde Engel. Der ist schon Bernd Schuster. So, viele vergessen, Marco Engelhardt tatsächlich hatte der mal einen Status. Er war ja auch relativ früh schon in der Nationalmannschaft dabei. Ja. Hatte lange Zeit einen Status, dass er es sein könnte. Dass er es sein könnte. Der Nachfolger vom Capitano. Dass er hat es sein nicht könnte. Ganz geklappt. Boah, Kringe, Broich, Streit und Marco Engelhardt. Das ist. Ich sag mal so, da fehlt es nicht an Kreativität. Ne? Da weiß man aber auch im Vergleich zu deinem Mittelfeld. Ja. Die Jungs müssen danach zum Physiotherapeuten. Da wird was weggetaped. Ich versuche, meine Mittelfeld jetzt noch so ein bisschen Spielwitz einzuimpfen. Und neben Spieler, der trägt auf seinem Sticker sich gerade genau das gleiche Trikot, nämlich das Schöne vom 1. FC Kaiserslautern. Ja, das war nicht eng, ne? Das war überhaupt nicht eng. Nee. Da hat er allen Robben schlecht drin ausgesehen. Ja. Ne? Ich muss ehrlich sagen, ich habe den Mann lange vergessen und mich dann gefreut, als ich jetzt wieder auf ihn gestoßen bin. Ich nehme Christian Timm. Boah. Stelle ich nach rechts außen. Da ist er, hier, guck mal. Christian Timm, was ich auch vergessen hatte, Champions-League-Sieger mit Borussia Dortmund. War im Kader. Ernsthaft? Ja. Da entgleiten mir gerade die Gesichter. Ja, Christian Timm darf sich Champions-League-Sieger nennen, später auch noch 4 Tore in 10 Spielen für Deutschlands U21. Und da hoffe ich mir natürlich, ne, dass er hier mal so durchbricht, vielleicht auch mal in die Mitte zieht und dann mal so einschiebt. Ja, ja, vielleicht auch einfach mal Zweikämpfe gewinnt gegen Marco Engelhardt und Andreas Hinkel. Ne? Ja, das ist ein Matchup. Wir gehen jetzt in den Sturm, Tobi. Ja. Und wir machen es jetzt so, ich wähle den ersten aus, ja, aber du darfst danach zweimal in Folge. Na gut. Und ich glaube, jetzt sind wir an dem Punkt angekommen, wo es vielleicht rote Karten regnen könnte. Wo vielleicht mal ein Joker eingesetzt wird. Wo vielleicht einer mal eingesetzt wird. Und jetzt, ich gehe mit meinem Bauchgefühl, weil ich früher... Ja, man hätte mich auch als seinen Hauptverteidiger nennen können. Immer wenn auf ihn draufgehauen wurde, wie nach der EM 2008, da war ich da und habe ihn verteidigt. Ich mag einfach so Stürmertypen und ich mochte ihn. Ich nehme Mario Gomez. Rote Karte.
Ich dachte es mir. Ich hatte ihn auch auf der Liste. Ja. Ich dachte es mir. Mario Gomez, vergessen viele, dass der nochmal Team 2006 gespielt hat. Mhm. Aber der war ja wirklich fantastisch zu der Zeit. Ne? Ja, absolut. Sehr schneller Spieler. Vergessen wirklich viele. Und er hatte noch eine unfassbare Sequenz in Florenz. Ja. Da war er zwar viel verletzt, ja, aber da gibt es geile Szenen. 2013 war er, als er da angekommen ist, haben wir auch damals in einem Heft gehabt, wo er da ankommt und in Florenz dieser weiße Turm im Stadion. Ja. Und er kommt einfach nur reingeritten, ne? in so einem lilafarbenen Florenz-Trikot. Geil. Ja, sicher. Weißt du, und 20.000 machen die Gegentribüne voll und feiern ihn. Er war dann da viel verletzt, aber das ist eigentlich noch so mit meiner Lieblingssequenz von Mario Gomez. Woran ich mich auch gerne erinnere, ist die EM 2012, die Gruppenphase. Doppelpack gegen die Niederlande. Zum Beispiel hat er richtig gut gemacht für die Nationalmannschaft. Wer viel zu wenig für die Nationalmannschaft gespielt hat und wer deswegen bei mir seine Einsätze kriegt, ist Stefan Kießling. Ja, gut. Okay. Das ist okay? Ja, das ist okay. Okay, alles klar. Ja, aber halt, Stefan Kießling. Da hast du auch viel Leverkusen dabei, ne? Ja, stimmt. Das stimmt mit dir nicht. Ey, Leverkusen auch und Hertha. Ja. Oh, ja. Dann noch Gladbach, Bielefeld, naja. Aber Stefan Kießling allerdings, habe ich jetzt hier gerade nicht in die Kamera gezeigt, aber haben wir sicher von oben, im schönen ersten FC Nürnberg-Trikot noch. Okay, Kies, jetzt, du darfst jetzt zweimal. Ich darf jetzt zwei machen, vielleicht um die Leute nochmal mitzunehmen und allen da draußen nochmal so ein bisschen... bisschen Geschmack auf mehr zu machen. Es bleiben ja hier sehr, sehr viele Panini-Sticker, die wir in Eigenregie gebastelt haben, die bleiben übrig. Ja, leider. Und wenn ihr so einen kleinen Stapel zu Hause haben wollt mit den besten Spielern des Teams 2006, dann kommentiert einfach. Genau, welcher Spieler euch fehlt. Unterhalb des Videos, einfach hier drunter, wen hätten wir auf keinen Fall vergessen dürfen. Und unter allen Kommentaren verlosen wir die Päckchen der besten Spieler des Teams 2006. Schönsten auch. Roland Benschneider. Exakt. Wir geben sie schweren Herzens weg, kann man sagen, für euch machen wir es. Ja. So, und wir haben jetzt eine Menge Spieler und beim Sturm, da muss man wirklich, man muss das vielleicht nochmal so ein bisschen hier, guck dir das mal an, was wir hier haben. Ne? Ich darf jetzt zwei auswählen. Ja. Ich habe ein bisschen Angst, dass du sie mir nachher wegnehmen wirst. Ich darf natürlich auch noch einmal rot zeigen. Aber, ja. Aber wenn du das machst, dann könnte es sein, dass wir beide auch noch ein Problem miteinander kriegen, außerhalb dieses Videos. Ja. Als erstes gehe ich mit einem Spieler, der zu wenig aus seinem Talent gemacht hat, einfach weil er das Kicken nicht sein lassen konnte. Oh ja. Es ist Patrick Helmes. Ja. Patrick Helmes, nach der Karriere großer Bauherr geworden. Ja. Ja, nimmt uns auf seinem Instagram-Kanal immer wieder mit, wie man das Parkett verlegt, wie man den Estrich anwirft. ich weiß gar nicht, was das ist. Ist immer wieder mit einem 17er Zoller unterwegs. Ja, sicher. Und ja, hat leider seine ganz große Karriere so ein bisschen verpasst, weil er in der Sommerpause beim Freizeitkick mit seinen Freunden sich einen Kreuzbandriss zugezogen hat. Gibt es einen herzzerreißenden Artikel in der Bild-Zeitung, wie er dort liegt, im Krankenhaus 2009 müsste es gewesen sein. Und da stand schon direkt, WM-Quali-Spiele zur WM 2010 wird er verpassen. Ja. Für ihn jetzt im Kader mit Schnuppern daran an einer WM-Teilnahme, Stefan Kießling und Kakao. Ah, und Kakao wurde es dann am Ende. Siehste. Ich glaube aber, mit Patrick Helmes wäre man besser gefahren. Kann ich mit leben? Du weißt natürlich, du hast noch einen Spieler und ich habe die rote Karte. Ich bin jetzt gespannt. Wenn du das machst, wirklich, dann gibt es Stress. Ich glaub, mein Lieber, ich habe ihn getroffen. Es musste so sein. Ich habe ihn getroffen vor wenigen Wochen in seinem Fitnessstudio in Landau in der Pfalz. Da kann ich nicht rot zeigen. Und das ist... Er ist so nett, ne? Ich kann da auch nicht rot zeigen. Es war ein fantastisches Gespräch mit ihm über seine Karriere, darüber, wie Hans Meyer vielleicht auch mitentscheidend war, dass es für den ganz großen Durchbruch nicht gereicht hat. Ja. Wir haben gesprochen über fantastische Jahre in Mainz mit Jürgen Klopp. Über Alemannia Aachen haben wir gesprochen, über seine Verletzungen. Denn er hat als junger Spieler bei der U20-WM in Argentinien einen Kreuzbandriss erleiden müssen bei der Chance, das Achtelfinale gegen Frankreich zu entscheiden. Benny Auer. Und natürlich auch der Rekordtorschütze. Rekordtorschütze und der Torschütze Tors des Teams 2006. Gegen wen haben sie da gespielt im letzten Spiel? Nochmal gegen die Türkei? Fast. Russland? Das österreichische Future-Team. Ah, na sicher. Ja. In der Innenverteidigung? Paul Scharner. das schmeckt.
Bei mir ist jetzt natürlich die Situation folgende: Ich habe die rote Karte nicht gezogen, aber das ist völlig okay. Weil ganz ehrlich, bei Benny Auer, da habe ich das nicht übers Herz gebracht. Damit kann ich leben. Wir haben ja noch einen Tauschjoker, da werden wir mal schauen. Vor allen Dingen aber darf ich jetzt auch noch einen Stürmer auswählen. Und wenn man jetzt hier nochmal guckt. Wir haben da jetzt noch... Boah, Maya, Fußballgott auch, ne? Enrico Kern fand ich halt immer geil. Aber Enrico Kern, allein die Frisur hier, ja, ne, die ist so geil. Mike Hanke, sag ich, schöne Jahre, nein, danke, glaube ich, aber ich will da zwei Leuchttürme vorne drin. Oh. Ich gehe mit Kiesling und Kurani. Und lass sogar Alexander Meyer, den Frankfurter Fußballgott, liegen. Der wäre bei mir auf der Bank auf jeden Fall. Meyer? Ja, also ja, den würde ich mitnehmen. Ja. Immer wichtig auch für aber die Teamchemie. Ich muss mit Kevin Kurani gehen und habe dann vorne den Doppel-K-Sturm. Kiesling, Kurani gegen Auer, Helmes. Und vor allen Dingen gegen Fahren, Horst und Dogan. Boah. Da gibt es keine Kopfballduelle. Ne? Nee, aber da bleibt nicht keiner blutend liegen. Ne? Und bei mir Helmes, Auer gegen Arne Friedrich und Alexander Madlung. Alles klar, ey. Jetzt ist natürlich noch so, wir können beide jeweils, wenn wir denn wollen, einen Joker spielen, also tauschen, ohne dass der andere dagegen so richtig was machen kann. Das ist natürlich der optimale Moment, wenn man denkt, meinem Team fehlt gerade was. Ich brauche da noch so einen. Mir fehlt noch das Element, was du da gerade drin hast. Dann kann man da jetzt auch mal einen Tausch wagen. Das Ding ist, ich hätte am ehesten Arne Friedrich mir geholt. Oh. Um Frank Fahrenhorst vielleicht doch wieder auf die Bank zu verweisen. Ja. Aber wenn ich natürlich deinen Sturm sehe, bin ich mit Mustafa Dogan und Frank Fahrenhorst vielleicht ganz gut unterwegs. Ja. Dann würde ich dabei bleiben. Jetzt ist die Frage. Einigen wir uns drauf, dass wir beide jetzt unsere Wunschteams zusammen haben oder knallst du mir noch einen raus? Ich würde tatsächlich noch gerne jemanden tauschen. Ach. Ich würde gerne noch jemanden tauschen. Ich muss nur überlegen, welchen von beiden. Ich habe es oft genug beim Mittelfeld gesagt, mir fehlt da so ein bisschen Spielwitz. Nein. Und so ein Thomas Broich. Nee. Dass der so Kiesling und Kurani so anliefert, hier mal mit so Steckbällen, ja, aus dem Fußgelenk. Womit die beiden ja auch so unglaublich gut umgehen, ja, genau, können. Dann. Ja, ganz genau, da springt der Ball nicht 3 Meter weit. Ich habe genügend Fighter in meinem Team. Ja. Ich würde gerne Jermaine Jones gegen Thomas Broich tauschen. Ja, kannst du knicken. Kannst du knicken, weil den joker ich mir zurück. Oh, den joker, okay, ich mir zurück. Ja, okay. Wenn du das machst, ich joker ihn mir zurück. Dann habe ich hier meinen Joker und hole mir Broich zurück. Weil Broich, Leute, es tut mir leid. Ich meine, dieses, ja, Spielchen, das ist ja ganz nett und so weiter, aber jetzt wird es ernst. Okay. Ja, und ich meine, Thomas Broich, der ist Herz und Seele, der, ja, ist Lunge, der ist Milz dieser Mannschaft. Ja, den kannst du jetzt hier nicht rausnehmen. Wenn du den rausnimmst, dann bricht alles zusammen. Aber ist doch fair, dass dir quasi dein Joker so viel wert ist, dass du Thomas Broich halten willst? Dann haben wir unsere Mannschaften zusammen. Ja. Und lass uns mal draufschauen, ey, von oben. Lass uns noch mal kurz draufschauen. Wir gehen jetzt mal kurz durch. Lass uns mal bei deinem. Wir räumen hier noch mal ganz kurz auf. Wir räumen mal ganz kurz auf. Und dass man das noch ein bisschen schöner von oben sieht. Ich sag euch da draußen natürlich noch mal, ihr habt die Wahl. Ja. Was wir hier gemacht haben, ist nur die Hälfte des ganzen Spektakels. Ihr stimmt ab. Team Tobi, Team Luis, ihr findet es in den Kommentaren. Welche Truppe ist die bessere? Wer hat gewonnen? Freue ich mich richtig drauf. Sag noch mal kurz, also bist du zufrieden mit deiner Mannschaft? Mit dem Mittelfeld nur so halb. Mhm. Mit der Viererkette extrem. Ja, oh ja, die ist gut. Und mit dem Sturm kann ich auch leben. Was denkst du über deine Truppe? Ja, im Grunde so ein bisschen spiegelverkehrt. Ne? Mhm. Also das Mittelfeld gefällt mir schon sehr, sehr gut. Ja. Da habe ich viel Spielwitz, viel Kreativität. Das geht natürlich in jeder zweiten Partie komplett schief. Das, ja, ist klar. Ne? Also da brauchen wir uns nicht. Die werden in jedem zweiten Spiel werden die komplett weggebissen. Ja. Aber wenn wir natürlich auch bei Team 2006 über Zukunft sprechen, darüber, ja, wer ist ein Versprechen? Das dann ist ein guter Punkt. Hat man Punkt. Da natürlich 4 Spieler, die eine Menge mitbringen. Abwehr tue ich mich ein bisschen schwer mit. Mhm. Da musste ich ein paar Eingeständnisse machen. So hätte ich eigentlich nicht gespielt. Da lauere ich bei dir auf Arne Friedrich, ich lauere, ja, auf Bernd Kortzinetz. Ja. Die hätte ich gerne gehabt. Torwart finde ich super. Generell ich auch. Auch frisurentechnisch würde ich sagen, habe ich eher gewonnen. Ja, würde ich auch sagen. Das stimmt leider. Und Sturm ist zum Verlieben. Also die beiden würde ich jetzt noch in jeder Truppe sehen. Ich glaube, die Cam, ohne dass sie lange trainieren müssen, ja, locker auf 15 Bundesliga-Tore. Ich muss wirklich sagen, bei mir hätte es die Sache abgerundet, aber es hast du auch einfach gut gespielt. Ich hätte wirklich gern Mario Gomez drin gehabt. Ich hätte ihn richtig, richtig gerne vorne drin gehabt. Gomez und Kurani? Boah, ja, ja. Das wäre was gewesen. Die gefürchtete Halbfeldflanke, da hättest du ein paar Mal Erfolg. Und Bernd Kortzinetz jetzt hast du ja. Und Bernd Kortzinetz jetzt habe ich. Und auf der anderen Seite Tobias Rau. Ja, ja, der kann da auch mal eine Menge einschlagen. Ja, ja. Gut. Wäre jetzt nur noch zu klären, A,
Wen favorisiert ihr? Schreibt es gerne in die Kommentare, freuen wir uns wirklich riesig drauf. Und B, wie viele Kontakte zu diesen Spielern habt ihr? Denn wir würden gerne ein Großfeldspiel mit diesen 22 Legenden organisieren. Falls ihr also da beste Kontakte habt oder, ich weiß nicht, Marco Engelhardt gerade zuschaut, meldet euch gerne. Und Herr Kotzen, jetzt, wenn Sie zuschauen, das tut uns sehr leid. Wir wissen, dass Sie Bernd heißen. Sorry nochmal. Und dann organisieren wir das Ganze hier unten im Park in diesem Sinne. Genau, und ihr wisst Bescheid, welcher Spieler euch fehlt. Ab in die Kommentare, dann könnt ihr von diesen schönen Stickern welche gewinnen. Danke, dass ihr zugeschaut habt und sagt uns natürlich auch Bescheid. Wen wollt ihr hier sehen? Sollen wir uns um die Brasilianer der Bundesliga-Geschichte kümmern? Die Traumelf von Eintracht Frankfurt. Was wollt ihr hier sehen? Wir brauchen euren Input, wir freuen uns drauf. Danken euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.